Hallo zusammen, Montag vor 2 Wochen beim Vereinsabend habe ich ja die ein oder andere bittere Niederlage einstecken müssen. Ich hatte es euch schon so angedeutet. Ja, tatsächlich wollte ich auch am Wochenende schon darüber berichten, doch dann irgendwie es war noch zu dicht dran. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht, jetzt muss ich es aber langsamer überwinden, dieses eine Spiel, was mich wirklich so ein bisschen angeknackst hat, was mich lange beschäftigt hat. Ich muss es jetzt unter anderem auch deswegen überwinden, weil am Wochenende wieder erste Bundesliga ist. Ich packe euch hier unten mal den Link rein, wenn ihr da die Ergebnisse auch live sogar verfolgen wollt. Dann muss ich mental wieder fit sein, dann muss ich dieses Ding jetzt mal abhaken. Also, ich saß in Hinterhand, war bei 18 ans Spiel gekommen, hatte in der Serie, glaube ich, schon 4 verloren und viele bei Passe, Passe, viele auch gegen eine extreme Trumpfverteilung. Jetzt mit diesem Blatt habe ich wieder nicht besonders gut gefunden. Also die 7 Trümpfe in Pik, die hatte ich schon vor der Aufnahme, auch die bestellte Karo 10, also irgendwas so hier in dem Bereich. Jetzt habe ich ja 7 Trümpfe, aber trotzdem ist das Spiel natürlich nicht so besonders gut. Ich habe jetzt Herz, Dame, König gedrückt, 7 Augen, das ist, denke ich, Standard, ganz normal. Kann man sich an sich kaum erlauben, hier die Karo 10 mit runterzudrücken. Außerdem ist da ja auch eine gute Chance, dass die einem im Spielverlauf hochgespielt wird. So, Pik habe ich angesagt und das Spiel wurde eröffnet mit Herz Lusche und Herz 10. Ein für mich nicht besonders glücklicher Aufschlag, denn er verrät natürlich alles. Meine Stechfarbe ist sofort gefunden. Und was gleich auch noch interessant wird, das Herz Ass geht noch nicht rauf, das spielt nachher auch noch eine gewisse Rolle. So, Abwurf Kreuz Lusche könnte man sagen, ne, dann bin ich sie auf 10 Augen los. Andererseits im ersten Stich ist dann schon alles verraten, dass ich dann noch die Karo 10 nach Hause bekomme, das kann ich wohl knicken. Und ich weiß eben auch noch gar nicht, wie die Trümpfe verteilt sind, ob die günstig für mich verteilt sind. Kann eben sein, dass das auch gerade einer der Vollen ist von dem Spieler, der viele Trümpfe hat. Dann wäre es ziemlich fatal, hier abzuschmeißen. Auf der anderen Seite Karo 8 abzuschmeißen, also sich jetzt die 10 blank zu stellen, um nichts zu verraten. Dafür ist das Spiel dann auch wieder viel zu gut, sagen wir mal. Also erstmal volle Stechen und nichts anmerken lassen, selbstverständlich. So, Trumpf, auch da kann man sich ja überlegen, was jetzt das Optimum ist. Ich denke aber mal, mit diesen 7 Trumpf und vor allen Dingen der Beikarte, ist es schon völlig in Ordnung, hier einen Buben zu spielen. Ich spiele also den Buben und es fällt Karo Bube und dann nach kurzer Überlegung Kreuz Bube und jetzt bin ich doch erstmal im siebten Himmel. Das ist auch das Schöne beim Skat, die Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich denke, na, das hat sich ja sehr gut angemacht. In Trumpf habe ich quasi Minimum abgegeben. Trumpf 10 wird noch hier sitzen. Ich habe noch die beiden höchsten Trümpfe, 6 Augen erst. Jetzt war ich mir doch ziemlich sicher, dass ich das Spiel gewinnen kann, selbst wenn Kreuz und Karo jetzt nicht so glücklich laufen. So, Spieler zieht Kreuz Ass hinterher. Klar, Herz ist geklärt. Jetzt kommt die nächste Farbe. Und auch da war es gar nicht so schlecht für mich. Es fielen nicht die 21, sondern nur 15 auf jetzt insgesamt 21. Kreuz 10 kam hinterher. Gestochen. Bedient. So, und jetzt könnte man natürlich gut auf die Idee kommen, hier Trumpf abzuziehen, erstmal die Trumpf 10 rauszuziehen, aber ich habe natürlich ja immer so ein bisschen Paranoia, die auch davon herrührt, dass ich schon so lange im Geschäft bin. Wenn ich jetzt Trumpf abziehe und der Spieler hier, nach meiner Einschätzung hat er am Anfang unter seinem Herz Ass ausgespielt, Herz Ass zu viert oder so, dann hat er vielleicht wenig Karo. Zwei oder drei Karos. Der könnte jetzt auf Trumpf Karo abschmeißen und wenn ich dann mit der Karo Lusche antreten muss, dann könnte da fallen Lusche, Dame, König auf 28 und dann Karo Ass, Karo 10, Herz Ass, was genau noch fehlt, auf 60. Es ist also noch eine 60er Drohung unterwegs, weil das Herz Ass im ersten Stich eben auch noch nicht raufgegangen war. Von daher habe ich mir gedacht, das unterbinde ich jedenfalls, sofern ich es vermag. Ich kläre direkt Karo raus, die 10 werden sie wohl sowieso bekommen, aber ich vermeide, dass sich der Spieler hier auf Trumpf kurz werfen kann. Also, soweit meine geniale Idee, gesagt, getan. Es fällt Karo Lusche, Karo Dame, Karo König, soweit im Plan. 28, jetzt kam Kreuz Dame, auch das keine Überraschung. Ich denke, na wunderbar, da kannst du ja die Karo 10 abwerfen. Immerhin übrigens auch noch möglich, dass hinten noch die Kreuz Lusche bedient werden muss. War aber nicht der Fall. Hinten hat er auch kein Kreuz mehr. Karo Ass rein.
Das sind dann 52. Jetzt kam der siebte Kreuz, ich klein gestochen und denk, naja, dann hast du danach eben Rest. Und jetzt kam es plötzlich dazu, hinter mir wird aus heiterem Himmel mit der Trumpf 10 übergestochen. Ich war völlig, selbst wenn ich es jetzt hier wieder liegen sehe, ich war sowas von überrascht, schockiert. Ich wusste auch, die anderen haben jetzt 62. Ich bin also fast rückwärts vom Stuhl gefallen. Ja, ich konnte gar nicht begreifen, dass der Spieler hier mit Karo Bube und Trumpf 10, denn genau die beiden Trümpfe hatte er, hier war noch die andere Trumpf Lusche, auf meinen Pik Buben noch nicht die Trumpf 10 legt, sondern den Karo Buben. Das war ein, ja, guter Bluff, wahrscheinlich sogar unbeabsichtigt, also eine unbeabsichtigt aufgestellte Falle. Ich habe natürlich gedacht, wo hier der Spieler direkt rausnimmt, habe ich in Erwägung gezogen, dass er noch die Trumpf 10 dabei hat und hier die Trumpf Lusche noch ist. Das wäre ein typischer Zug, den Karo Buben aus zwei Karten direkt zu zeigen. Aber dass hier die Trumpf 10 noch rüberkommt, und da hatte ich jetzt einiges zu knabbern, denn natürlich stand jetzt Trumpf 1-1 und natürlich wäre es so leicht gewesen, wenn ich nach dem Einstich der Kreuz 10 doch einmal Trumpf hingezogen hätte. Das heißt, ich habe hier versucht, mich noch gegen eine Gefahr zu verteidigen und habe dabei aus Versehen jetzt gewissermaßen, oder gegen eine Drohung habe ich mich verteidigt, aber gegen diese andere konnte ich mich dann nicht gleichzeitig verteidigen. Beides geht nicht. Ich kann euch sagen, irgendwie an diesem Spiel habe ich ganz schön lange rumgeknabbert, weil es sieht natürlich schon jetzt ziemlich dusselig aus, dass du da diesen Überstich mit der Trumpf 10 noch zugelassen hast. Ja, inzwischen sage ich, ja, muss ich auch den Hut ziehen, haben die Gegenspieler ganz gut hinbekommen, ganz passabel vorgetragen, dieses Spiel.